Diablo 4. Wie ihr sehen könnt, sind wir nicht in, ihr wisst schon, wir sind nicht bei der Mine oben, sondern wir sind zurück in Yelesna, denn tatsächlich speichert das Spiel nicht irgendwo mitten in der Welt. Macht durchaus Sinn, ne? Da könnten ja auch neue Gegner sein. Wir müssen also noch einmal dahin laufen. Ist nicht schlimm, ich freue mich drüber. So können wir uns noch einmal durchkämpfen zum Lager. Kurze Erinnerung, wir wollen ja gemeinsam mit Viggo, beziehungsweise wir wollen erstmal von Viggo erfahren, ob es tatsächlich eine Sichtung von Lilith gab. Und wenn dem so ist, wollen wir danach gehen, um herauszufinden, ob sie sich tatsächlich hier in der Nähe von Yelesna aufhält. Ne? Und da haben wir was gehört, irgendwie eine Frau ist in der Mine und die Tochter hat da irgendwie eine Dämonin gesehen und das ist eine Frau mit Hörnern oder so. Und das könnte natürlich Lilith sein. Und ich habe mich richtig gefreut vorhin, als ich beim Einloggen unser Outfit gesehen habe. Mann, sieht das cool aus, mit diesem Umhang da hinten dran. Ich liebe es. Jo, da bin ich. Passt, ne? Ich mache mich mal kurz groß. Groß. Ja, ne? Ist okay. Ist okay. Wie immer. Schlecht oder gut, wie immer. Frage. Gut, wir machen weiter. Wir wollen einmal nach oben durch. Wir haben auch auf 3 jetzt schon die Infusion. Das darf ich nicht vergessen. So nämlich. Einfach nur... Oh. Verlassenes Lager. Aha, aha. Passen wir gut. Genau, da war die Mühle da nach links. Ich erinnere mich. Sehr schön. Ich brauche mehr Energie. Und ich habe heute nur mal so aus Spaß eine Necromancer angefangen, eine Necromancerin, aber die Stufe 2. Ne? Also wirklich nur ganz kurz mal Charakter erstellt, paar Minuten reingespielt. Ist auch echt spannend. Man kann sich ja wirklich Skelette beschwören und... I don't know. Was ist das da? Was ist das? Was? Ja, da sind wir noch nicht. Okay, und wir sind wieder beim Lager. Gar nicht so weit weg. Hallo! Im Lager? Naja, ich war ja schon mal hier, ne? Oh. Verschlossen. Ja. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt mal einen Schlüssel. Ich habe noch nie so eine Kiste aufgemacht. Wir machen es einfach. Das ist doch mal ein Einstieg in Video, oder? Neues Wagen, Risiko eingehen und keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber einfach mal was Neues probieren. Oh. Morgen ist Feiertag. Deswegen ist sicherlich viel los. Da oben ist eine neue Aufgabe. Die versiegelte Tür. Ach, Geowaschat. Der Soundtrack halt auch, ne? Hallo? Hallo? Wir haben viele. 180 Obolus. Könnten sie auch hier ein Schwert holen? Könnte ein Legendary sein, könnte auch nicht sein. Ja. Wir sparen mal. Wir sparen mal. Außer jetzt der eine Schlüssel. Und was haben wir hier? Seltsamer Bettler. Möchtet ihr vielleicht eine Münze Gold haben? Behaltet es. Ich will euer Geld nicht. Nur euer Ohr. Ich spüre es. Eine große Katastrophe wird sich im Norden abspielen. Das Tor ist in Gefahr. Ich verstehe nicht. Es wurde nicht grundlos versiegelt. Und nun versuchen die starrköpfigen Bestien, es aufzubrechen. Hört auf meine Warnung und haltet sie auf. Sie muss versiegelt bleiben. Es... Ein merkwürdiger Bettler. Woher wisst ihr von den Ereignissen um diese versiegelte Tür? Vielleicht wäre die bessere Frage,
Warum nehmt nur ihr es ernst? Ich habe früher... Ach, naja, das ist schon lange her. Die versiegelte Tür. Wo ist das denn? Der verdunkelte Weg. Ah, es ist ein Quest-Dungeon. Aha. Ein sonderbarer Mann im unteren Kiowa-Stadt erzählt mir etwas von einer bevorstehenden Katastrophe. Ich sollte die eiskalte Weite nach dieser seltsam versiegelten Tür absuchen. Ja, da kommen wir eh noch hin. Da in die Ecke hier oben kommen wir noch. Alles gut. Oh, ich freue mich. Okidoki. Die Dungeons sind weiter abgeschlossen, ne? Genau. Okay. Oh, ein Pferd. Ja, man kann bald reiten. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber irgendwie würde es wohl funktionieren. Und wir gehen zurück. Das ist das Schöne, das Portal führt uns auch wieder zurück, wodurch wir jetzt noch nicht zurücklaufen müssen, sondern uns teleportieren können. Naja. Sehr schön. Die Details wieder, ne? Es ist diese ganze Stimmung und ach. Dann läuft es auch so smooth. Es ist ein Träumchen. Okay, und guck mal, wie wir da haben. Da ist Vigo. Vigo! Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Na, super. Okay, also, das, die grobe Darstellung stimmte mit unserer Vorstellung oder mit unserem Bild von Lilith überein. Nirel. Was führt euch überhaupt nach Yelesna? Meine Mutter und ich studieren die Horadren. Wir sind auf etwas Großes gestoßen. Aber dann verschwand sie. Es sieht ihr nicht ähnlich, die Jagd aufzugeben. Ja, denkt dran, die Horadren sind die, früheren, ja, Diener von Ordnung und sowas, ne? Und dieses Zeichen, was wir von... Ihr wisst schon, dieses Zeichen vom Schmied ist ja auch ein Horadrim-Symbol. Aber der Orden der Horadrim ist ja längst ausgestorben, untergegangen, wie auch immer. Und sie und ihre Mutter erforschen diesen untergegangenen Orden, der früher mal für die Ordnung eingestanden hat. Und warum ist die Mine versiegelt? Die Minen sind auf Befehl der Kirche geschlossen. Sie sind nicht sicher, besonders nicht für Kinder. Okay. Dann ist sie wohl das quengelnde Mädchen, ne? Wenn ihr euch vielleicht zurückerinnern könnt an Yelesna. Hier hat ja der Hauptmann gesagt, oh, das Mädchen hängt uns die ganze Zeit in den Ohren, oh, ihre Mutter. Das wird vermutlich sie sein. Hallo, Vigo. Ja, Mutter Oberin Prava hat mich geschickt. Ich soll untersuchen, was es hier mit diesen Dämonensichtungen auf sich hat. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach, kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Oha. Okay, er gibt also nach, ja? Wir betreten
Die Mine. Ja gut, Prava will ja auch, dass wir den Sichtungen nachgehen, ne? Und Prava ist ja seine Chefin. Okay. Ist ja Mutteroberin Prava ist nach Inarius vermutlich die stärkste Stimme der Kathedrale des Lichts. Toter Ritter der Reue. Oha. Mhm. Aus der hier tot? Eieiei. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Passt auf! Hey, das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Ah, hat er sich bestechen lassen, ja? Heieiei, Vigo. Tolle Wache. Jemanden im abgesperrten Bereich lassen und sich dafür auch noch eine kleine Bestechung gönnen. Silbererz, danke, danke. Fellhose, ja, her damit. Okay, also, Winde ist kaputt, wir müssen zu Fuß. Was ist hier? Zu Fuß in die Mine hinabsteigen. Mhm. Da ging es runter. Okay, wollen wir nicht. Das ist natürlich eigentlich alles Crap, ne? Na gut. Und hier ist der Fußweg. Yay, wir dürfen einmal zu Fuß die ganze Mine runterlaufen. Das wird bestimmt kein Abenteuer. Quest bleib abgeschlossen. Der Ritter und das Vögelchen. Alte Mine. Okay, wir folgen also der Mutter von Lirel. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen. Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Ja, reden wir hier rüber? Das sieht nicht gut aus. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Das nahe Gegner. Es gibt keinen Kampf. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Ja, das bekommen wir hin. Ich habe keine Energie mehr. Öffne diese Tür, Mädchen. Ich hab's. Eieiei. Okay, na, sie ist hier durchgegangen. Sehr schön, aber wir haben den Weg geöffnet. Es sind definitiv Dämonen. Wir sind auf jeden Fall jemand, der Mutter... Sehr geistesgegenwärtig. Etwas auf der Spur. Sicher. Mhm. Die Mine ist nicht umsonst gesperrt. Warum sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Wenn man in dem Stil einfach ein Herr-der-Ringe-Spiel machen würde, oder? Einfach mit der Grafikqualität, mit dem Gameplay, dass man einfach, keine Ahnung, in der Zeit vom ersten Ringkrieg oder sowas, also, ne, ihr wisst schon, mit einem Menschen, Elb oder sowas, oder ein Zwerg, so top-down durch die Gegend läuft. Ausweichen. Ich brauche mehr Energie. Ha!
Bald haben wir wieder einen Stufenaufstieg. Und denk dran, mit Stufe 20 gibt es die nächste Trankstärke. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe kaum noch Energie. Haben wir den Wiedergänger. Macht Vigo macht die Barriere, oder? Gang. Oh, Zared ist unser goldener Helm. Oh, sehr schön. Plus 74 Rüstung. Lebensregeneration. Really? Oh. Die können wir sogar auflassen. Die passt sogar farblich. Wie geil. Oder? Guck mal. Können wir auch wegmachen, aber können wir auch gerne mal auflassen. Ich bin noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Danke, 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 danke. Ja, wir bleiben bei den goldenen Sachen. Ich werde hier nicht sterben. Das hoffe ich doch. Wow. Sorry, das ist schon geil. Oh, yay. Hier drüben, eine Öffnung. Los! Das war der Stufenaufstieg. Es geht noch weiter runter. Okay. Unten rechts im Ladebildschirm, ne, das ist das Horadrim-Symbol. Im Untergrund. Sprecht mit Vigo im Pfad der Erstgeborenen. Oh, ein goldener Ring? Ernsthaft? Ja, den nehmen wir doch gerne. Ein einfacher Ring, in dem ein Gebet eingraviert wurde. Schütze mich, Vater, vor malmendem Stein, vor giftigem Gas und belebtem Gebein. Denn komme ich ab von deinen Wegen, ist mein Leben verwirkt und dir gegeben. Litanei des Bergmanns. Schmuck plus 75 Rüstung. Kältewiderstand. Ah, okay. Oh, das ist cool. Na, ich bin echt zufrieden. Was ist das hier? Roter Staub. PvP. Eieiei. Gegner, die mit Schaden infiziert sind, erleiden mehr nicht physischen Schaden. Ja. Oh, geil. Geil, geil, geil. Und da sind wir schon unten. Okay, Vigo. Gut, wir haben es alle geschafft. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie.
Ah, der Tunnel ist eingestürzt. Seht mal. Na super. Und oh, was ist das hier für ein Leuchtestein? Okay. Wird mysteriöser. Hier schon wieder. Ah, hier die Statue. Wenn das mal nicht Lilith ist. Was ist los, Nirel? Diese Statue. Das ist sie. Wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Ja. Und damit besteht kein Zweifel mehr. Lilith war hier. Aber was hat Lilith mit der Mutter von Nirel zu tun? Und warum gehen sie hinab hier in diese Mine? Und warum ist hier diese Tür mit einer riesigen Lilith-Statue? Hä, wo sind wir hier? Das werden wir alles erfahren. So, Spannung aufrechthalten. Ihr kennt es ja. Gut. Ist das cool, dass wir jetzt ein passendes Outfit haben. Wow. Ach, guck mal hier. Richtige Dämonen. Und hier, seht mal. Aha. Verteidigungsanlagen der Kathedrale gegen Dämonen, ja. Hier drüben, die Winde. Endlich, unser Fluchtgefährt. Oh. Oh, Hölle. Ein Dämon. Hier? Die Untoten, also die Skelette oben waren ja schon in Vorbote und hier haben wir dann tatsächlich die richtigen Dämonen. Also nochmal, Blutmagos oder wie die heißen, diese Blut, diese vampirartigen Magier und die Skelette sind ja keine Dämonen, das sind ja eher Untote. Wenn dessen das jetzt ja wirklich ein Dämon ist. Also wissen wir jetzt, neben Lilith, die ja scheinbar hier ist, sind hier auch andere Dämonen. Getötet? Was ist geschehen? Oh ja, aber jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Erzförderer damit nach oben zu fahren, ne? Das ist jetzt ein Shortcut. Viggo? Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Mhm. Ach, übrigens, guck mal hier. Die zweite Statue. Na, wenn das mal nicht Inarius ist. Inarius und Lilith, die gemeinsam diese Tür hier bewachen. Tor von Kazama. Wow. Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Die verschwundene Eskorte der Kathedrale. Da drüben. Oh, seht euch an, die ganzen Ritter. Alle niedergestreckt. Von Dämonen von Lilith? Grendan. Wer hat das getan? Eine Frau. Viggo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon. Wie die Statue. Behauptete die Mutter, Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Viggo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet. Alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater. Das Böse selbst. Kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tand würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich?
Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Sagen wir mal so, wenn jetzt immer mehr einzelne Personen hier reingehen und immer mehr einzelne Personen sterben und nie jemand erfährt, dass hier drin eine riesige Gefahr lauert, kommt die Gefahr auf die Leute zu, bevor sie wissen, was passiert. Also jetzt zu gehen und zumindest mal Prava zu warnen, ist sicherlich keine schlechte Idee. Uns alleine zu lassen schon, ne? Keine Frage. Nirelle mit ihrem kleinen Rucksack. Okay, also... Wurden sie jetzt von Lilith ermordet? Nee, ne, er hat ja gesagt, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. War es ihre Mutter? Hm? Okay, wir gehen weiter. Lilith kann nicht weit sein. Und seht mal hier das Wandbild. Wir haben hier... Das müsste Mephisto sein, oder? Das Übel des Hasses. Und wir haben hier Inarius gut zu erkennen an seinem Engelflügeln hier und an seiner Sichel. Kreideschrift über uralte Symbole. Lilith zeigte mir die hässliche Wahrheit über unseren Kosmos, den ewigen Konflikt. Seit jeher kämpfen Engel und Dämonen um die Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Zu welchem Zweck, fragte ich, und sie lachte nur. Das scheint aus der Sicht von Inarius geschrieben zu sein. Na? Der ewige Konflikt, Engel und Dämonen kämpfen darum, wem im Nachhinein der ganze Kosmos gehört. Und Lilith als Tochter des Hasses ist ein Dämon und Inarius ist einer der Engel. Oh, es sieht... Okay, wir gehen weiter. Oh, hier, schöner Wasserfall. Was ist das? Ah, das kennen wir doch aus der Kirche in Nevesk, wisst ihr noch? Liliths Blutblüten. Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith, Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht... Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Ja, man muss dazu jetzt aber auch wieder bedenken, dass lose Fliese. Alles, was Venard, die Mutter von Nirelle, gelesen hat, stammt ja von der Kirche. Wissen ist Macht. Und wer das Wissen kontrolliert, kontrolliert auch, was die Menschen denken und verstehen und erwarten und anstreben. Und wenn die Menschen Generationen über immer nur die Worte von der einen Seite hören, nämlich die von Inarius und nie die von Lilith, dann ist ja klar, dass alles vor Lilith warnt. Aber wenn am Ende Inarius einfach nur die ganze Zeit seinen Einfluss genutzt hat, um sich rum ein Lügenkonstrukt zu erschaffen, bedeutet
jede Warnung gegen Lilith ja vielleicht auch, dass sie eigentlich die Gute ist, wenn Inarius der Böse wäre. Na, denn das Ganze mit dem Zehntner und wir haben das ja auch in der West gesehen mit dem Priester. Dieser absolute Glaube, der die Menschen komplett unterjocht, ist ja sicherlich auch nicht der richtige Weg. Na, nur so am Rande, weshalb sie gerade gesagt hat, alles warnt mich vor euch, also vor Lilith, ist ja kein Wunder. Alles stammt ja auch von der Gegenseite, nämlich von der Kathedrale des Lichts und von Inarius im Nachhinein. Und hier haben wir Dämonen. Oh. Ich habe kaum noch Energie. Mhm, sehr schön. Was haben wir hier? Ist das wieder Inarius mit... mit Lilith. Was sind Inarius und Lilith? Lilith sah eine Möglichkeit, dem ewigen Konflikt zu entrinnen. Sie sagte mir, es hätte mit der Verführung des Engels Inarius begonnen. Die ganze Zeit über war er so fehlbar wie jeder Mensch. Also es ist nicht aus Sicht von Inarius geschrieben. Okay, also Lilith wollte dem ewigen Konflikt, dem Kampf von Dämonen gegen Engeln entkommen. Diesem ewigen Kampf, der einfach kein Ende nimmt und immer das Gleiche ist und so weiter und so fort. Und dafür musste sie eben einen der Engel verführen und das war Inarius. Ne, also der Dämon Lilith wollte den Konflikt entkommen, indem sie Inarius, den Engel, verführt. Hier schon wieder Lilith und Inarius. Lilith ist die Mutter Sanctuarius. Irgendwie spürte ich, dass dies die Wahrheit ist, als sie es zu diesen Rittern sagte. Jetzt weiß ich auch warum. Sie benutzte Inarius, um diese Welt zu erschaffen, als Zuflucht vor dem ewigen Konflikt. Hat das Venard geschrieben? Die Mutter von... macht ja keinen Sinn, oder? Ach, Kreideschrift über uralten Symbolen. Also hat das Venard draufgeschrieben, ja? Die Mutter von Nerell. Dann ist es das, was sie von Lilith erfahren hat. Okay, also die Lilith, der Dämon, hat Sanctuario, die Welt, in der wir leben, erschaffen, als Zuflucht vor dem Konflikt zwischen Dämonen und Engeln. Und hier wieder eine Lilith-Statue, sehr schön. Boah. Wahnsinn. Was auch immer das hier mal gewesen ist. Ich habe keine Energie mehr. Mein ganzes Leben lang habe ich nach dem Ursprung der Menschheit gesucht und die ganze Zeit war sie es. Aus der Vereinigung von Engeln und Dämonen entstand die erste Generation der Menschen. Sie waren mächtig, sie konnten Berge versetzen und Meere erschüttern. Also das Sanctuario erschaffen von Lilith und die Menschheit sind die Nachfahren von Dämonen und Engeln, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, wodurch sie sowohl die Sünde als auch den Glauben in sich tragen. Das sieht man hier auch ganz gut. Wir haben hier die ersten Menschen, wir haben hier Lilith und Inarius, wir haben hier die Dämonen und hier die Engel. Die Nephalem, ne? Die ersten Kinder die ersten Kinder oder Bewohner Sanctuarius waren die Nephalem. Schlaue, reine Menschen, wenn man so möchte, ne? Hier geht's nochmal runter. Aha. Ah, dort.
Ah, was ist das hier? Okay. Sie war so stolz, als sie diesen Teil erzählte. Lilith und Denarius zeugten zusammen einen Sohn. Ruffmar. Er ist ausgesprochen weise und war der Erste, der die Macht der Nekromantie entschlüsselte. Sie sagte, sein Versteck liege tiefer in... Okay. Also sie haben die Nephalem als Bewohner Sanctuarius geschaffen und hatten einen richtigen Sohn. Ruffmar. Ich habe nicht genug Energie. Und eine verschlossene Tür. Oh, hier oben. Guck mal, das sieht ja schön aus hier. Okay, also. Auf einmal ist auch noch ein Sohn da. Ruffmar. Der Sohn von Denarius und Lilith. Klein wie klein, klein. Tor der Wiege. Betrete die Wiege. Ja, ist sehr viel Background-Story gerade. Jetzt erfährt man diesen ganzen Konflikt. Höfe der Morgenröte. Und hier nochmal Denarius und Lilith. Scheint ja jetzt beinahe so, als wäre das hier der Ursprung ihres Daseins, oder? Ihre Zuflucht vielleicht. Die sie hier geschaffen haben. Vor dem Konflikt. Aha. Und erneut Liliths Blutblüten. So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut. Für den Moment. Müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Ruffmar, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ruffmar suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Oh. Na morgen. Okay. Oh. Robuster Beinschutz. Ah, okay. Schleierung haben wir jetzt verloren. Ausweichchance, erhaltene Heilung, Intelligenz. Wenn ihr verletzt seid, verleiht euer Trank 2 Sekunden 20% Bewegung. Ja, ist auch cool. Mit so einem Knieschoner hier unten. Passt farblich natürlich nicht mehr, aber da gehen wir dann doch auf die Werte. Und da gehen wir auf die Werte. Oh, eine Truhe. Mhm. Keine Aufzeichnungen mehr, es wird stattdessen dämonischer.
Ah. Na, ihr merkt schon, die Beschwörer immer schön als erstes ausschalten, um den Kampf nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Und das hier ist wahrscheinlich jetzt ein Rundgang, oder? Wir gehen mal gucken. Oha. Ich mag wirklich diese, ja, tiefe Darstellung der Umgebung. So. Okay, und hier schließt sich der Kreis. Gut, sehr schön. Dann gehen wir jetzt einmal hier hin. Dann haben wir hier jetzt noch zwei Wege. Hi. Mit Stufe 20 gehen wir auf jeden Fall kurz nach Kiowaschat und holen uns die neue Trankstufe ab. Das lohnt sich. Auf jeden Fall. Aber Stufe 20 ist nicht schlecht, finde ich. Ich merke auf jeden Fall, dass wir durch die höhere Weltenstufe mehr Erfahrung bekommen. Von der Schwierigkeit her gerade extrem gut machbar. Ne? Spielt sich sehr angenehm. Vennards Aufzeichnungen. Lilith öffnete mir die Augen für Inarius Verbrechen. Er hinterging sie, verbannte sie. Er stahl die Macht ihrer Kinder, der Menschen. Er ist der Grund, weshalb wir schwach sind. Der Grund, weshalb wir Menschen sterben. Er stürzte uns ins Unglück, weil er uns fürchtete. Wir werden ihm zeigen, dass seine Angst begründet war. Moment. Was? Also ist mit Vennard dasselbe passiert wie mit den Leuten in Nevesk. Ob Inarius jetzt recht hat oder ob Lilith recht hat, weiß man nicht oder weiß ich nicht. Denn die Menschen sind ja Dämonen und Engel irgendwo. Oh Gott. Ah ja, hier schließt sich auch der Kreis. Aber sehr schöne Steintafel, gut, dass wir die gefunden haben. Oh Gott. Eieiei. Gold, Gold, Gold. Schwert, Schwert, Schwert. I can't carry anymore. Rohr Schädel behalten wir aber. Willkommen. Oh. Roaska, Geschenk der Mutter.
Mhm. Und erneut Blutblüten. Ihr habt eure Furcht überwunden. Doch ich spüre noch euren Schmerz. Ihr vermisst eure Tochter. Mein Vögelchen, sie hat sicher furchtbare Angst. Geht oder bleibt. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe sie gut ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie. Ihr habt eine weise Wahl getroffen, mein Kind. Um zu Ratma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Wie ihr wünscht, Mutter. Gut. Ihr seid bereit für die erste Lektion. Blut ist der Schlüssel. Was habt ihr diesmal gesehen? Ihr müsst mich nicht schonen. Sagt es mir. Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkte empfänglich. Wir müssen zu ihnen. Puh, wenn es nicht zu spät ist. Empfänglich ist gut gesagt, ne? Sie wirkte wie eine Anhängerin. Oh, jetzt kommen wir aber ganz weit rein. Kreuzzugänge der Dämmerung. Oh, du Schreck. Ein Zermalmer. Na gut. Der war ja machbar. Oh Gott. Mhm. Ein Unterdrücker. Jetzt wird's dämonisch. Alles klar. Das war's mit den kleinen Dämonen, ja? Neues Outfit, schlechtere Hose, okay. Angespannte Stimme, oder? Was ist mit Vaynard passiert? Was hat Lilith vor? Und wir wissen ja auch aus... Wir wissen ja auch aus Nevesk, dass Lilith dienen auch grausam sein kann. Ne? Was sie mit dem Priester angestellt haben, denkt dran, enthauptet da unten. Aber erstmal will sie ja nur... Ja. Das sind Sokobusse. Pelzbesetzte Robe. Oh! Andere Farbe, aber... Zwei Sockel. Plus 61 Rüstung und nicht mal verbessert. Wenn wir das einen Schädel drauf machen, Rüstung. 3% erhaltene Heilung. 12 Dornen. Und maximale Gesundheit. Okay. Und wir könnten jetzt einmal unseren Trank verbessern. Es ist soweit. Thank you.
Oh, was haben wir hier? Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Ich glaubte an die Horadrim, doch ich wurde getäuscht. Mit ihnen als unserer Streiter können wir kaum überleben. Doch Lilith wird uns zum Sieg führen. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche. Doch ich war es, die gefunden werden musste. Ja, Horadrim, Ordnung, Inarius, Lilith. Ne? Und sie sieht jetzt ein, dass die Horadrim nicht die Lösung sind, sondern Lilith als Gegenspielerin. Schön. Und ein Rubin. Ich trage zu viel. Ah! Wir machen richtig guten Schaden. Okay, da müssen wir hin. Dann gehen wir erstmal hier lang. Vom Schaden her, ich bin begeistert. Für Weltenstufe 2, so gut kam ich noch nie durch. Und der Kreis schließt sich. Wir können da nochmal hingehen. Nicht, dass da noch ein Stein ist. Aber okay, so viel dazu. Also Vaynard folgt Lilith. Lilith will irgendein Blutritual durchführen. Und das hat irgendwas mit Rathma, ihrem Sohn, zu tun, der Schlüssel ist für den Plan von Lilith. Was der Plan ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass er irgendetwas mit der Bekehrung der Menschheit und vermutlich mit der Vernichtung von Inarius zu tun hat. Denn ihr habt es ja gerade gelesen, Vaynard sagt, Lilith wurde von Inarius betrogen. Klingt nach einem großen Racheplan. Na gut. Warum nicht? Tja, und da haben wir doch einfach mal die Stufe 20 erreicht. Ich bin fasziniert. Damals in der Open Beta ging es ja bis Stufe 25, beim Server Slam bis Stufe 20. Dementsprechend haben wir jetzt schon die Stufe erreicht, mit der ich damals den Server Slam abgeschlossen habe. Nicht schlecht. Ich mag das Outfit. Okay. Weiter geht's. Diese Barriere. Es scheint die gleiche Art von Magie zu sein wie vorhin. Dämonen nahen. Wir müssen hier durch. Ich glaube, ich kann sie bannen.
Tor. Ich habe es geschafft. Mhm. Was ein Gemetzel. Okay. Es geht noch weiter runter. Was haben wir hier? Klagendes Ufer. Und hier ganz deutlich zu sehen die Narius-Statue. Bevor wir da hingehen, nutzen wir mal kurz das Stadtportal. Ups. Das Stadtportal. Und gehen unsere Tränke verbessern. Ja, wir haben auch noch andere Sachen offen in Kiowa-Stadt. Die machen wir dann später. Oh, da kommen wir übrigens auch noch hin. Was ihr gerade gesehen habt. Hallo, Kiowa-Stadt. Seelenleiden. Eine Priesterin der Kathedrale des Lichts braucht Hilfe bei einer gefährlichen Aufgabe. Hallo. Wenn ihr die Zutaten habt, braue ich euch was. Mhm. Heilt sofort 80 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden 35 statt 48 Leben. Zermahlene Tierknochen fehlen da. Okay, Dankeschön. Und damit haben wir schon die nächsten Heiltränke. Das ist sehr wichtig. Und wir gehen einmal unsere Heilige Alas. Auf Anordnung der Mutterin Oberin Prava sollen die Schmiede nun die Hälfte ihrer Zeit der Fertigung von Rüstungen für die Ritter der Reue widmen. Mhm. Verwerten alles. Jo, weg damit. Transmogs freigeschaltet. Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht. Aufwerten. Unerwartet. Nicht schlecht. Ja, eins ist ja wirklich gar kein Problem, ne? Das hier ist jede Münze wert. Kostet einiges, aber wir werden es schon nicht bereuen, hoffe ich. Ja. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Wir haben hier oben noch offen Herstellung von Edelsteinen. Extrahieren und einprägen. Das würde ich gerne machen, wenn wir mit der Suche nach Venna soweit fertig sind. Oder? Ja. Macht mehr Sinn, als jetzt mittendrin das reinzustreuen. Hobby cool. Also heißt, in der nächsten Aufnahme gibt es erstmal ein bisschen Techniken, Sachen verbessern und sowas. Wir betreten das klagende Ufer. Sturm auf das Tor. Welch süßer Geschmack. Lilith bat mich um Hilfe bei einem Ritual, die Opferung eines Priesters der Eskorte. Er wehrte sich nicht, er betete einfach, während wir sein Blut nutzbar machten. Vergebt meine Handschrift, ich zittere noch immer. Macht tänzelt über meine Knochen. Jetzt wandle ich auf dem Pfad unserer Schöpferin. Ihr ist nicht mehr zu helfen. Na, das ist so die Kasama. Schlussfolgerung dessen. Okay, da unten sehen wir das klagende Ufer. Wir schlendern hier gerade mal hoch. Und oh. Aua. Mhm. Ha!
Okay. Ein Dämonenherz. Bin ich jetzt richtig? Wäre das... Energie. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Mhm. Was ist das jetzt? Hier waren wir ja schon mal. Ach, hier sind wir rausgekommen. Wisst ihr noch? Ja. Wir waren hier schon. Wir sind... Die Tür war zu. Jetzt sind wir unbewusst einfach nochmal zurückgelaufen. Ne, das kennen wir ja schon hier. Ja, ich verstehe. Wir sind im Kreis gelaufen. Genau, da sind wir runtergeklettert. Ja. Die Tür war zu, jetzt ist die Tür offen. Und so kommen wir jetzt hier zu den klagenden Ufern. Aber können wir hier nicht irgendwie mal... Hier war doch irgendwo ein Punkt mit einer... Genau hier. Es gibt nämlich in Diablo 4, und das ist mit eines der größten Highlights, die Möglichkeit, das zu machen. Der Schwarze See. Schwarzer See. Mega, oder? Man durchbricht diese Top-Down-Perspektive. Okay, und da unten an diesem Ort mit diesen leuchtenden Runen und so weiter und so fort... ist also Vennard mit Lilith hingegangen. Und dort folgen wir denen jetzt hin. Alles klar. Wird bestimmt ein gutes Ende nehmen. Bestimmt. Für uns alle. Eieiei. So. Klagendes Ufer. Nicht genug Blut. Nie genug Blut. Ich folge euch bis zum Ende von Sanctuarium, Mutter. Leiche. Ein toter Priester. Eine tiefe Wunde an seinem Hals ließ sein Blut entweichen. Ein Priester? Er muss zur Eskorte gehören, die Vigo geschickt hat. Er wurde völlig ausgesaugt. Was hat sie getan? Er hat gar keinen Kopf mehr. Da ist sie. Oh. Ja, die ist fleißig am Malen. Na, die malt die ganzen Runen hier mit Blut nach. Geht voraus, ich halte euch den Rücken frei. Mutter? Mirel. Du kommst gerade rechtzeitig. Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen, sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut beenden. Ihr müsst das aufhalten. Oh je, oh je. Boah, das ist so hart, ne? Also der Kampf, den habe ich damals in der Beta, könnt ihr mal gucken, der ist mir sehr schwer gefallen.
Mal schauen, wie das jetzt wird. Mutter, nein! Ihr werdet nicht nehmen, was mir gehört. Oh je. Okay. Bitte! Ich will nicht, dass du stirbst! Eieiei. Leute, das sieht gut aus. Ich bin noch nicht bereit. Oh mein Gott. Boah, das war richtig gut. Nein. Ich meine natürlich, nein, Venat! Die Irre. Puh. Ja, dann hat, ihr habt es gehört, Lilith hat also den See überquert und die Zuflucht der Erstgeborenen, das sind vermutlich die Nephalem erreicht, oder des Erstgeborenen, dann wär's vielleicht von Rathma, oder beides vielleicht, aber sie konnte nicht folgen. Eieiei. Nirel, das tut mir leid. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Puh. Der Preis des Wissens. Ja. Damit ist Venat tot.
Und eines... am Ende, ich hab's euch ja schon mal gesagt. Vielleicht wurde Venati auch aus freien Stücken überzeugt, dass das, was Sinarius getan hat, falsch war und dass das Lilith tun will, gut ist. Aber die Mittel sind halt wieder so fragwürdig, ne? Weil Lilith ja einfach Priester köpft und deren Blut nimmt und, na, das ist... Ja. Ein Leben, in dem man sich einem Engel unterwirft, wirkt auf dem ersten Moment weniger brutal als ein Leben, bei dem für Blutrituale Menschen geköpft werden. Ja. Okay, also, wir folgen der Spur weiter. Wir wollen ebenfalls den See überqueren und brauchen dafür einmal eine Art Zauber. Na, dafür sollen wir zu dieser Schatzkammer der Horadrim gehen. Und wir brauchen göttliches Blut. Und dafür sollen wir zu Prava, richtig? Gut, womit fangen wir denn an? Wir gucken auf die Weltkarte. Wir haben also jetzt zwei Aufgaben. Einmal Mutter Prava in der Kathedrale des Lichts, genau, Rat des Lichts. Und Verloren, sucht im Mistralwald nach Nirel. Wir fangen damit an. Wir folgen erstmal weiter der Spur von Nirel und beziehungsweise von Venard und versuchen die Schatzkammer der Horadrim zu erreichen. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter, dafür brauchen wir irgendeine Art Ritual. Okay, oh, was ein Kampf, ich bin stolz, wow. Das hat damals gar nicht funktioniert. Janisch. Wir gehen nach Kiovaschat. Alles klar. Dann nächste Aufnahme. Nächste Aufnahme, neues Glück. Wir starten durch, werden uns die neuen Aufgaben hier in Kiovaschat ansehen. Wir werden lernen, wie man Edelsteine verbessert. Und wir werden lernen, wie man die auch aus Gegenständen entfernen kann. Oh. Ach, geiler Umhang. Das ist hier oben. Einmal herstellen von Edelsteinen und einmal extrahieren und einprägen. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns noch hier die Nebenaufgabe an. Dann reisen wir nach Yelesna und gehen von da aus in Richtung der Nebenaufgabe, ach Quatsch, der Hauptaufgabe Verloren. Zum Mistralwald, um das Gewölbe der Horadrim zu finden. Wenn wir damit fertig sind, machen wir weiter hier oben bei Oberen Prava und der Suche nach dem göttlichen Segen, dem göttlichen Licht, dem göttlichen Blut, ihr wisst Bescheid. Ich muss mit Mutter und sie überzeugen, mich zu segnen, damit ich meine Reise jenseits des Schwarzen Sees antreten und Lilith weiter verfolgen kann. Ne? Wir brauchen also den Segen des Lichts und gehen dafür dann zu Prava, aber erst einmal blup, ein kalter und eiserner Glaube. Hm, schöner Titel. Nirel sucht nach dem horadrischen Gewölbe, das im Mistralwald versteckt liegt. Dort werde ich sie finden, um eben einen Weg zu finden, das Ritual durchzuführen, mit der Hilfe wir dann den Segen des Lichts benutzen können, um den See zu überqueren da unten und Lilith zu verfolgen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Tod von Venard. Das war Nirel und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis dann. Ciao.